Warum es nicht reicht, zu vergeben, wenn du verletzt wurdest. In diesem Video, ich versuche es kurz und knapp zu machen, geht es vor allen Dingen um das Thema, wenn du ständig verletzt wirst und du sagst, ich kriege oft solche Nachrichten auf Instagram, ich habe vergeben und trotzdem werde ich weiterhin erniedrigt, fertig gemacht, schlecht behandelt. Oft liegt hinter so einer Beziehung, wo du ständig verletzt wurdest, sei es Schwiegermutter, sei es Geschwister, Partner, Chef, wer auch immer, liegt eine Lektion für dich. Oft, nicht immer, oft ist es das Thema Grenzen setzen. Heißt, wenn du jetzt verletzt wurdest, fertig gemacht wurdest und du sagst, okay, ich verzeihe, weil ich möchte diese Energie loslassen, aber das Verletzen und Fertigmachen geht weiter, dann hast du die Lektion noch nicht ganz verstanden und umgesetzt, deine Grenzen zu wahren, weil du in deiner Persönlichkeit hast einen Raum und diesen Raum musst du schützen. Den Raum von deiner Freizeit, wo du deine Ruhe haben willst, der Raum von respektvollem Verhalten. Ja, niemand darf dich respektlos behandeln. Und das sind Grenzen, die du selber definierst und setzt. Die kriegen wir oft in der Kindheit antrainiert von unseren Angehörigen. Und wenn du als Kind zum Beispiel keine Grenzen setzen gelernt hast, weil man mit dir machen konnte, was man will, hast du jetzt immer noch die Möglichkeit, das zu verändern und zu lernen, Grenzen zu setzen. Und dann wird dein Vergeben beim anderen auch ankommen, weil du Grenzen setzt. Oh Gott, das hört sich jetzt alles so kompliziert an. Ist natürlich bei jedem immer speziell ein anderer Fall. Schreib mir gerne mal bei dir rein, wo wurdest du schon oft verletzt, wo du sagst, ich habe vergeben, aber es geht immer noch weiter. Ich werde immer noch fertig gemacht, ich werde immer noch erniedrigt und weiß nicht, was ich tun soll. All das Vergeben bringt nichts. Schreib mir mal gerne unten anonym gerne deinen Fall. Und vielleicht gehe ich dazu live und nehme dann die Fälle durch, wo ich nochmal ein paar Tipps gebe, was ich machen würde, wenn ich in dieser Lage wäre, um da rauszukommen. Das war jetzt heute ein sehr, sehr kurzes, knappes Video, weil ich keinen speziellen Fall habe, obwohl ich habe eine Kundin aktuell, die Probleme hat mit ihrer Schwiegermutter und sie sagt, ich habe ihr verziehen, sie hat mich schlecht behandelt, sie mischt sich in den Haushalt rein, sie mischt sich in die Kindererziehung rein, sie kritisiert, was sie nur kritisieren kann, sie wohnt wohl unten drunter und geht immer wieder hoch zur Schwiegertochter, gerade dann, wenn der Sohn nicht da ist und geht ihr einfach auf die Nerven. Und sie meinte, Samad, ich habe mir deine Videos angeschaut, ich habe verziehen, ich habe das alles gemacht, aber sie kommt immer noch hoch. Und das ist der Fall, dieses Verziehen, Verzeihen und Vergeben, da endet es ja nicht, also es startet noch nicht mal da, da startet es noch nicht mal, es startet damit dir deiner selbst erstmal bewusst zu werden, was du möchtest. Und dir auch deiner selbst bewusst zu werden, dass du Respekt verdient hast, dass du deine Freiheit verdient hast, zu tun, was du möchtest, gerade was die Kindererziehung betrifft oder deinen Haushalt. Natürlich dürfen Angehörige ihre Meinung sagen und vielleicht bringt dich diese Meinung auch weiter. Aber wenn es zerstörerisch wird, weil diese Person sowieso frustriert ist, in Anführungsstrichen die Schwiegermutter, wenn sie selber frustriert ist, wenn sie selber unzufrieden ist und diesen Frust an dir rauslässt, musst du es nicht mit dir machen lassen. Und hier geht es nicht darum, unfreundlich zu werden, sondern trotzdem respektvoll zu bleiben. Wir können ja respektvoll handeln, unsere Schwiegermutter in dem Fall wertschätzend behandeln, aber sanft, aber bestimmt die Grenzen wahren. Und eins möchte ich dir sagen, ich glaube, das hatte ich am Anfang gesagt, wenn du jetzt anfängst, Grenzen zu setzen, wenn du jahrelang mit der Schwiegermutter da zusammen gelebt hast und Angst hast, dass es dann Ärger gibt, es wird Ärger geben. Natürlich, wenn du jahrelang diese Grenzen gar nicht wusstest, dass es überhaupt da Grenzen gibt und jetzt auf einmal anfängst, einen Zaun zu bauen, zu sagen, hier, liebe Schwiegermutter, du kommst mir, wenn du hochkommst, täglich vielleicht für 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde hoch, mehr nicht. Das ist mein Zuhause, ich bestimme hier oben. Natürlich wird sie kämpfen und natürlich, oh, und ich darf meine Enkel nicht sehen und bla 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 bla, was es da alles gibt. Da den Mut zu haben, drüber zu stehen und zu dir zu stehen. Und da ist so ein Rattenschwanz an Dingen dahinter. Da muss man schauen, bin ich abhängig von Schwiegermutter und Schwiegervater? Ist das Haus ihnen? Bezahlen sie die Miete? Dann kannst du vielleicht den Mund nicht ganz so groß machen, weil sie dich rausschmeißen würden. Dann schauen, wie kann ich mich selbstständig machen? Weil hinter jeder Erfahrung liegt eine Lektion dahinter, die deine Persönlichkeit stärker macht. Ist es das wert, dass wenn sie mir die Miete zahlen, dass sie mit mir machen können, was sie wollen? Oder möchte ich schauen, dass ich vielleicht doch wechsle und schaue, dass wir eine kleinere Wohnung und ich habe meine Freiheit und habe dann meine Grenzen und wahre meinen Raum, wo mich niemand respektlos behandelt?
Ich hoffe, das Video ist verständlich. Schreib mir gerne mal deine Erfahrungen unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Werde auf jeden Fall in einem der nächsten Videos auf eure Kommentare eingehen. Also alles hier unten reinschreiben, wo du sagst, bitte Samar, kannst du mir hier weiterhelfen mit einem Tipp. Bin sehr, sehr gespannt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.